Herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin die Miri und unser König Adalhard hat gerade an der Seite von Asturien gekämpft und diesen Krieg haben sie verloren. Leon ist an die Umayyaden gegangen. Die Muslime werden doch recht stark mittlerweile. Sie haben ja auch den Kreuzzug erfolgreich abwehren können. Nicht zuletzt auch deshalb, weil unser König sich zum Beispiel nicht daran beteiligt hat, weil er in Lothringen gerade Grüningen zurückerobert hat. Nun ja, unser König ist 55 und, wie ich gesehen habe, bei schlechter Gesundheit. Wir leiden an einer Krankheit, wir wissen aber nicht welche. Das könnte also auch sein, dass bald wirklich der Erbfall eintritt. Und unser König ist aber noch nicht ganz fertig mit seinen Plänen. Es ist ihm immer noch ein Dorn im Auge, dass vor seiner Haustür quasi sich hier die Nordmänner breit gemacht haben. Dass einmal Jarl Sigurdr, der Schlangenauge von Sjaeland, der unglaublich viele Truppen hat. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, dass der auf einmal hier fast 6000 Mann aufbieten kann. Das ist natürlich unangenehm. Und außerdem gibt es die Schweden, die tatsächlich zwei Grafschaften hier halten. Und das ist uns, wie gesagt, ein Dorn im Auge. Und mir ist eine Sache aufgefallen. Und zwar hat unsere Gattin einen Anspruch auf die Provence. Und ich denke, dem sind wir nicht so abgeneigt, dass wir den für sie durchdrücken. Das könnte ich mir vorstellen, dass wir das machen. Das ist schließlich unsere geliebte Frau. Und ja, vorher müssen wir allerdings hier noch ein paar Sachen machen. Wir haben noch einen Lebenswandelvorzug. Da werde ich mal das Überfallkommando wählen. Das bringt Speerträgern, Bogenschützen und beim schweren Fußvolk Vorteile. Ist also für uns nicht ganz irrelevant. Und in der Tat würde ich gerne auch unser Fußvolk etwas erweitern. Diese hier haben leichtes Fußvolk, Reiterei, Pikeniere, gepanzertes Fußvolk. Können uns also ganz gut kontern. Ich meine, wir kontern ihre Bogenschützen, wir kontern ihr leichtes Fußvolk, sie kontern unsere Bogenschützen, wir wiederum ihre Reiterei und sie allerdings auch unsere Pikeniere. Also würden sie, glaube ich, letztlich die Oberhand behalten. Das missfällt mir ein wenig. Schweres Fußvolk wird durch leichtes Fußvolk gekontert. Also es ist ein bisschen ein Kreis. Und letztlich würde ich gerne einfach die Bogenkämpfer um 100 erhöhen. Hat jetzt natürlich ein bisschen Gold gekostet. Ist halt so. Wir können aber dafür zum Beispiel diese Frau hier freikaufen lassen für 10 Lösegeld. Das bringt uns auch noch mal ein bisschen was. Ja. Und wie ich gesehen habe, unser Sohn musste seine Aufgabe abbrechen, die Kontrolle in den Gemeinden herzustellen und ist im Moment dabei, die Aufgebote zu organisieren. Das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, wenn er das macht. Weil uns das eben schneller Truppen bringt. Unsere Truppen haben jetzt auch nicht die beste Güte. Das ist auch einer der Gründe, weshalb ich die Aufgebote erhöhen wollte. So. Okay. Unsere Söhne im Übrigen möchte ich auch noch mal kurz zeigen. Wir haben Prinz Eberhard von Italien, einen Trunkenbold und einen Ehebrecher. Gesundheit ist in Ordnung, weil er auch gleichzeitig maßvoll ist. Also er ist ein maßvoller Trunkenbold, wie auch immer das zusammengeht. Allerdings auch nicht besonders fromm. Der hat 5 Kinder, auch viele Söhne, so wie wir, eine Tochter. Und Liutzwind von Steyr, seine Frau, ist 34. Ja, fettleibig allerdings, immer noch Gesundheit in Ordnung. Dann haben wir unseren zweiten Sohn Adalhard, der ist krank. Und was noch viel schlimmer ist,
Die Behandlung ist fehlgeschlagen, deswegen hat er jetzt auch noch einen moderaten Malus. Also es steht zwar immer noch in Ordnung, aber er ist eigentlich sehr krank. Dann haben wir unseren dritten Sohn Waldgaut, der ist schwer verletzt. Allerdings hatte er eine gute Wundbehaltung, deswegen hat er einen gewaltigen Bonus. Also auch hier alles in Ordnung. Prinz Gaukelm, dem geht's blendend. Unsere Tochter wartet auf ihre Vermählung. Die dürfte auch demnächst vonstatten gehen. Das ist dann das Bündnis mit dem Grafen nur noch. Er ist nur noch Graf anscheinend. Okay, es ist nicht mehr das Herzogtum Gascogne, der hat anscheinend was verloren. Herzogtum Gascogne ist jetzt, ja, das wird König Louis ihm abgeknöpft haben, weil er rebelliert hat. Ja, das ist natürlich immer die Gefahr, wenn man das tut. Und dann haben wir noch unseren jüngsten Sohn, Prinz Damiano von Italien, der derzeit auch keinen Titel hat. Ihm müssen wir noch einen Ehepartner suchen. Und ich hatte ja da die bekannten drei Leute rausgesucht. Elisabeth, aha, sie ist wieder frei. War eben noch eingekerkert, hatte ich gesehen. Adelaide von Toulouse. Blöderweise die Haupterbin von Toulouse, deswegen wird daraus nichts. Und ja. Außerdem Bourgeon de Poitou, relativ weit unten in der Erbfolge, gibt nicht direkt ein Bündnis daraus. Aber ich würde tatsächlich jetzt mal Elisabeth Welf anfragen. Könnten inzüchtig sein. Ich weiß nicht, inwiefern die jetzt miteinander verwandt sind. Nee. Also zumindest nicht so bald. Ja, ich würde sagen, das nehmen wir an. So. Erst, diese Grafschaft der Provence, die interessiert mich immer noch. Der Herzog. Moment, jetzt haben wir erstmal ein Bündnis. Der König von Schweden hat auch nicht so viele Truppen. Deswegen würde ich hier tatsächlich möglichst schnell den Anspruch durchdrücken wollen. Da halten wir keinen Ruhm für, aber sie bekommt den Titel Provence. Das kann ich nicht. Kann nicht mehr verschickt werden. Warum? Warum geht denn das jetzt wieder nicht mehr? Das ist unglaublich. Jedes Mal, wenn ich da Krieg führen möchte, geht's nicht. Warum geht denn das nicht? Hä? Warum geht das nicht? Ist ja gemein. Also es ist wirklich... Jedes Mal, wenn ich versuche... Ich habe kein Ziel mehr. Warum hatten sie... Hat sie keinen Anspruch mehr? Doch, sie hat doch immer noch den Anspruch. Hä? Okay, das kann ich irgendwie nicht machen. Gut, da ist der ganze Plan dahin. Gegen ihn möchte ich nicht kämpfen mit seinen 6000 Mann. Das wird nichts. Unabhängigkeitsfraktion. Wer wagt es? Der Graf von Modena. Er meint, er könnte sich von mir unabhängig machen. Er ist französisch. Warum, weiß man nicht. Kampftraining. Ach, unser Sohn hat sein Kampfgeschick erhöht. Weil jetzt hier... Ach, ich habe nochmal sorgsame Pflege erhalten. Das bedeutet, dass es uns gesundheitlich jetzt, naja, immer noch schlecht geht. Einen Religionskrieg möchte ich eigentlich nur ungern führen, denn da könnte Sjeland ja auch mitmachen. Und die sind mir echt ein Dorn im Auge. Ist mir unbegreiflich, wie ein Herzog so viele Truppen haben kann. Das sind alles Aufgebote, aber warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Der hatte ja zwischendrin auch deutlich weniger. Okay. Immer so Interesse halber.
Königin Ermengarde. Okay. Ja, da hat mich meine Königin auch in Anspruch. Aber das kann ich auch nicht machen. Warum denn? Das weiß ich auch nicht, warum das nicht geht. Königreich Ostfranken könnte ich beanspruchen. Ja, ich meine, die Sache ist, das ist ein fallen gelassener Anspruch. Der wird nicht an unsere Kinder übergehen. Die wären tatsächlich der Letzte, der das durchdrücken könnte. Und die führt auch immer noch den Krieg um Burgund. Das geht auch die ganze Zeit schon hin und her. Warum er das nicht deutlicher für sich entscheidet, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil er intern immer noch so viele andere Sachen zu tun hat. Es gibt eine Möglichkeit, man könnte gegen Spoleto Krieg führen. Da könnten wir den Anspruch von Graf Eduard durchziehen. Oder wir könnten sie direkt vasallieren. Auch eine Idee. Wir könnten allerdings auch ihn hier vasallieren, was ein bisschen verrückt ist. 4000 und die sagen, der ist ebenbürtig. Hat er so viele Verbündete? Ja, hat er. Kroatien und Spoleto. Also auch hier wären die mit dabei. Hier wäre auch noch was. Oder aber wir versuchen unseren Anspruch hier auf Görz durchzuziehen. Allerdings müssen wir den erst fingieren. Das könnten wir jetzt erstmal machen. Also wir versuchen jetzt auf Görz einen Anspruch zu bekommen. Der Hoffnung, dass diesmal nicht wieder irgendwas dazwischen kommt. Gerade sage ich's. Religionskrieg. Nee, also diesmal lehnen wir ab. Das haben wir alles schon erlebt. Zusätzlich Steuern 100. Oh, das ist sehr gut. Da könnten wir glatt unser Kriegsvolk noch ein bisschen weiter ausbauen. Und zwar könnten wir unsere Pikeniere verbessern. Ja. Hier noch was. Wir können Elisa rechtmäßig einkerkern. Sie ist die Ex-Frau des Grafen Bertram von Trent und eine Unzüchtige. Könnte gelingen. Ansonsten wird sie an den Hof von Graf Malabut in Trent fliehen. Verlieren sie alle die Meinung? Nö. Ich glaube nicht, dass wir das machen müssen. Oh. Prinzessin Gisela war offenbar auch unzüchtig und erwartet ein Kind, wird aber jetzt trotz allem, den Sohn des Grafen von was weiß ich was heiraten. Ups. Aha, Graf Eduard hat die richtige Kultur angenommen. Und einer in meinem Kerker ist verstorben. Das war der letzte. Ja, da war unsere Tochter Gisela unartig. Ist in Heilkunst ausgebildet. Moment, eins nach dem anderen. Eine weise Frau, gescheit. Ja. Naja, vielleicht. Mein Ratsspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Komplott, eine Person zu ermorden, und zwar mein Gast Madalena. Das ist einfach ein Gast von mir. Das interessiert mich doch nicht. Fraktion hat sich aufgelöst, klar, weil sie jetzt dieselbe richtige Kultur haben. Das ist also auch logisch. Ja.
Das wird noch ein bisschen dauern mit dem Anspruch. 20 Monate. Zielland, immer noch sehr viele Leute. Der hat jetzt auch schon wieder ein paar mehr. Oh. König Hermann von Bayern wurde gefangen genommen. Ja, der hat hier einen Krieg um Leuchtenburg. Also auch das wird immer kleiner. Ja, damit hat er den Krieg verloren, das war klar. Also man muss schon sagen, die Christenheit ist ganz schön unter Bedrängnis. Also hier hat sich irgendwie das Waldensertum ausgebreitet in Frankreich. Die Muslime sind auf dem Vormarsch, die Nordmänner sind sowieso überall verteilt. Und die Slowenskanischen, die gehen auch immer mehr ins Reich rein. Also vielleicht braucht es einen starken Herrscher. Achso, ich wollte mir ja auch die Erbfolgen mal anschauen. Würde mir jetzt mal gern Treviso anschauen. Kann man hier irgendwas ändern? Es geht, glaube ich, hier irgendwie Nachfolge. Nee. Domäne. Herzogtum von Augsburg. Ach so, das halten wir nicht. Von Verona. Nee, wieso? Ihr könnt natürlich auch einfach mal ein Gebäude bauen, ne? Wir haben hier einen kleinen Hafen, der bringt uns etwas Gold. Das zu verbessern würde allerdings 225 kosten. Ja, wir haben gar kein Geld dafür. Jagdreviere? Nee. Nein, nein. Das ist nicht das Richtige für uns. Ja, Leute, es tut mir echt ein bisschen leid, dass wir hier gerade nicht so richtig Krieg führen können. Ich überlege schon, ob ich ihnen vielleicht tatsächlich das gebe. Wie ich Spoleto angreife. Wir uns diesen Anspruch sichern. Oder ob wir warten, bis dieser Anspruch durch ist. Er hat ein paar Truppen verloren, aber jetzt auch nicht nennenswert. Besonders nervig ist, dass wir diesen Anspruch hier nicht mehr durchziehen können. Warum auch immer. Ich meine, hier steht's und es geht nicht. Finde ich komisch. Ehrlich gesagt. Ja, die machen jetzt hier einen Krieg nach dem anderen. Er hat natürlich auch wirklich viele Verbündete. Das kommt auch noch dazu. Ein plötzliches Aufbäumen. Ich war so erfahren darin, zu reiten, zu zielen und zu treffen, dass ich immer dachte, nichts könnte meinen Rhythmus stören. Als ich ein weiteres Mal den Übungsplatz hinabgaloppiere, bringt irgendetwas außerhalb meines Gesichtsfeldes mein Pferd dazu, sich aufzubäumen. Einen Augenblick lang hält mich das Bewegungsmoment auf dem Rücken des Pferdes. Dann scheint die Zeit langsamer zu laufen und ich spüre, wie ich den Halt im Sattel verliere. Ich kann jetzt entweder sagen, ganz ruhig, Junge. Das ist eine kampfgeschick Herausforderung, da sind wir ja eher durchschnittlich. Oder wir lassen uns zu Boden fallen. Naja, wir sind 56. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns dabei verwunden, ist schon hoch, ne? Wir machen mal auf Sinn, nur mal sicher gehen. Immer noch schlechte Gesundheit. Tja, das habe ich mir ein bisschen schöner vorgestellt. Ja. Wüsste schon auch gern, warum unsere Güte so schlecht ist. Liegt das jetzt daran, dass das nicht voll ausgehoben ist? Also, dass wir es nicht. Das Limit nicht voll ausgehoben ist? Oder woran liegt das?
Keine Ahnung. Ja, ob wir Spoleto angreifen wegen dieses einen Anspruchs? Unser Ratsmitglied ist verstorben. Da gibt es jetzt einen neuen, der ist genauso schlecht wie der davor. Nee, den gibt es immer noch. Ratskanzler, mein Ratskanzler ist tot. Ach herrje. Wir könnten jetzt diesen eher durchschnittlichen Typen nehmen, damit er endlich mal zufrieden ist. Das machen wir auch. Ja. Also ich bin doch schon sehr versucht, Spoleto anzugreifen. Wie lange dauert der Anspruch noch? 9 Monate. Nee, dann ist es eher die Bayern, die wir angreifen. Wir wollen unsere Grafschaft zurück. Damiano schien unser letztes Festmahl so viel Freude bereitet zu haben. Er hörte gar nicht mehr damit auf, von den edlen Gewändern und dem funkelnden Gold zu reden, das er dort gesehen hatte. Er wird gierig. Plus 15% monatliche Einnahmen, das ist für ihn ja nicht so schlecht. Aber wir selber sind natürlich bescheiden. Und ich glaube, wir sind schon auch so drauf, dass wir sagen, also wir sind ja selber sehr diplomatisch, dass wir sagen, die Symbole der Macht, das ist nicht so wichtig. Wir wollen, dass er lieber gesellig wird. Das hat uns natürlich wieder ein bisschen Anspannung beschert. Da könnte man natürlich auch mal was gegen machen. Eine Jagd veranstalten. Boah, 133 kostet das. Erstmal geht gar nicht, haben wir kein Geld für. Unser Neffe wurde in der Schlacht erschlagen. Ach herrje. Und was ist hier passiert? Jetzt hat der bayerische König hier auch noch eine Revolte. Kampf, Krieg gegen die Tyrannei von König Hermann. Scheinen alle nicht so glücklich damit zu sein. Also jetzt sieht es doch so aus, als würde König Louis der Stammler das gewinnen. Bei minus 90% könnte sein, dass sich die Franzosen hier demnächst an unsere Grenzen ausgebreitet haben. Das wäre nicht so schön. Dann könnte es ganz schnell sein, dass er nach unserer Krone greift. Er hat ja auch ein bisschen mehr Männer als wir. Gut. Wie lange dauert das jetzt noch? 4 Monate. Dann machen wir kurz mal ein bisschen schneller, bis der Anspruch da ist. Damit wir nicht so lange warten müssen. Oh, die Waldenser in Westfranken. Okay. Er ist auch schon waldensischer König. Also die ganzen Westfranken sind jetzt Waldenser geworden. Man sieht das vielleicht an den Gebieten noch nicht so ganz, aber sie sind alle Waldenser. Oh je. Tja. Könnten jetzt entweder selber auch konvertieren. Das finde ich muss nicht sein. Die sind immer noch bescheiden. Weiß nicht. Wenn man sich das Waldensertum mal genauer anschauen. Wir betrachten sie als feindselig. Es gibt kein Glaubensoberhaupt. Nee, das machen wir nicht. Ach, wir rufen uns jetzt schon wieder in den Krieg hier. Barcelonischer Anspruch auf das Herzogtum Toulouse. Der König von
Der Herzog von Toulouse ist auch waldensisch. Das ist irgendwie blöd. Finde ich jetzt. Toulouse? Ne, wir haben ja mit denen kein Bündnis. Auch nicht ausstehend oder so. Er möchte das Herzogtum. Was bekommt denn der, wenn der das. Hat er denn wirklich selber einen Anspruch darauf? Ja, hat er tatsächlich. Es würde unseren Verbündeten mächtiger machen. Also, wir nehmen das mal an. Schauen wir mal, wie läuft denn das jetzt hier gerade? Ja, die werden uns schon brauchen, denke ich, damit sie das gewinnen. Gut, Planänderung schon wieder. Wir sind mal wieder bei unseren Nachbarn im Krieg mit dabei. Und das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Eure Miri.